the land of samba and caipirinhas. Starting a coffee shop in a crowded metro station? Good luck keeping up with the busy commuters, but hey, if you can make it in Sao Paulo, you can make it anywhere. After. Okay, und damit herzlich willkommen in Sao Paulo und der nächsten Folge Espresso Tycoon, diesmal hier in einem kleinen. Nice to see you again. Bahnhof. This time at the metro station in Sao Paulo. I'm so excited. I have never seen a coffee shop placed 8 floors below the ground level. Although there's not much competition in this particular location, as always, we must start by creating a brand. So, also, wir brauchen auf jeden Fall wieder einen Namen. Pauses Beans. Jedes Land ist ein bisschen anders. Every time I see so many people, I wonder who they are and what they do in life. For example, this lady over there. Can you see her? Let's find out who she is. Soll ich denn rausfinden, wer irgendwo was ist? Das interessiert mich das. Ah, die da. Eine Geschäftsfrau. Ja, schön. A businesswoman. I've seen many white collars around. I think right above us there is a business center, as you can see. Okay. So, klicke X, um das Fenster zu schließen. Jawohl. So far, we've been working with only basic coffee recipes, but from now on, we're equipped with a powerful tool. Coffee Editor. It lets us not only compose custom recipes, but also check out if different social groups like them. Let's sew a tailor-made suit. I mean coffee. For businessmen. Wir sollen Kaffee herstellen für die Business-Leute. Okay. Also Business-Leute immer groß, ne? Nenne deinen Kaffee. Krausis. Nee, wie nennen wir den? Krausis Latte, das hört sich falsch an, aber okay. Das ist Krausis Latte. Dahin kommt einmal Espresso. Dann kalte Milch. Nochmal Espresso. Ist mir irgendetwas zu? Wir brauchen hier Geschäftsleute. Ach, da steht, was wir brauchen. Können wir das wieder rückgängig machen, was ich hier gemacht habe? So. Also, wir brauchen Himbeersirup. Temperatur kalt, Milch gefällt und groß. Koffein hoch. Okay. Ach, man hätte es auch hier regulieren können dann, ne? Hätte man sagen können, okay, kaltes Wasser, die wollen es ja kalt haben. Hier ist mal anders. Die wollen es ordentlich haben, dann wollen sie es kalt haben. Die wollten aber eigentlich Milch haben. Ne? Dann nehmen wir doch kaltes Wasser. Das ist kaltes Wasser. Kann man da kalte Milch? Die wollte ich doch reinnehmen. Und dann noch als Topic einen leichten Schuss von Himbeersirup. Und schon haben wir unsere Krausis Latte. Das sieht irgendwie komisch aus. Okay. Die wollen es so, die bekommen es so. Kaffeebohnen, Himbeersirup. Ja, speichern. So, die müssen wir natürlich auch hier einfügen, ne? Great. Now boosted with your coffee, they can take care of their business even faster. By the way, sometimes you may wonder how different social groups react to your entire coffee repertoire. You can always check that in the customers window, specifically in the preferences tab. Check it out now. So, öffne das Fenster, Kundin. Und dann kannst du hier nice schauen. Right? Ideally, every social group should be colored green, which means you offer something they really like. If it's yellow, they may order something from time to time. If it's red, they will never order anything. By the way, our current coffee machine is decent, but we should invest in a newer model. Let's upgrade it now. So, auf dem Kaffeefenstermenü. Jawohl, machen wir. So, kaufe eine hochwertige Kaffeemaschine. Das
ist doch hochwertig, oder? Wir nehmen die hier, komm. Und schließe das Fenster. Okay. Ja, machen wir, kriegen wir hin. With this coffee machine, the taste and preparation time of your coffee will be improved. But that's not all. This model also contains a milk frother. It means you'll be able to prepare coffees with steamed milk or milk foam and decorate them with latte art. Let's make use of it. So, erstelle und speichere eigene Kaffee mit Latte Art. So, Latte Art. Das ist doch hier das Glas wieder. Latte Speziale. So, Mayonnaise? Hm? Okay. Okay. Brauche etwas, was die Studenten vielleicht noch mögen. Da haben wir erstmal ein bisschen Espresso rein, würde ich sagen, damit wir da ordentlich auf Temperatur kommen. Ein bisschen heiße Milch. Aufgeschäumte Milch. Weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. So, was mögen die denn da dran nicht? Die gefällt eigentlich Cold Brief, was da. Können wir am besten so machen, oder? So, Koffein muss hoch sein. Wir haben doch eigentlich Koffein hoch. Wir haben Koffein sehr hoch. Lass uns ein bisschen Espresso rausnehmen. Ja. Das ist doch schon wieder... So könnte ich mir das vorstellen. Ein Latte Spezial und mit einem Blattmuster. So. So, das ist Latte Art. Ja. Speichern und natürlich Latte Spezial direkt draufsetzen. Great. Many customers will appreciate such a beautiful drawing on their coffee. When creating latte art, you can always use one of the popular templates, but surprise! You can also create your own drawing. Try it now. So, erstelle und spreche deinen eigenen Kaffee mit nicht standardgemäß Latte. Okay. Also wir sind jetzt gerade im Kaffeekurs gelandet. Nehmen wir mal die Tasse, dann machen wir da rein koffeinhaltigen Kaffee. Ein paar Eiswürfel. Ich weiß nicht, ob das die Hipster mögen. Dann hauen wir noch ein bisschen Vanille-Eiscreme rein. Und ein bisschen Mayonnaise. Das mögen die Senioren sehr, sehr gern. Die brauchen nur ein bisschen mehr. Jetzt mal gucken, brauchen die. Oh, die brauchen ein bisschen mehr Kaffee. Da haben wir noch einen Espresso rein. So, ein bisschen Vanilleeis raus. Ein bisschen Espresso mehr rein. Das muss auf 120 kommen. Soll kalt sein am besten. Ist die Mayonnaise warm? Und ist der Kaffee. Ah, da kriegen wir die Temperatur geregelt ein bisschen. Sie wollten Erdbeereis. Ja, gut, dann. Ja. Okay. Okay. Erdbeereis. Mhm. Jawohl. Einfach ein Eiskaffee. Das ist doch okay. So. Oh, das hat er jetzt aber nicht so angenommen, wie ich das wollte, ne? Kaffeegeschichte. So, wenn wir hier drauf gehen. Ich nehme einfach hier einen normalen. Ach, koffeinfreier Kaffee. Wer macht denn sowas? Nein, nein, wir wollen schon. Das ist so ein bisschen Americano-mäßig.
Den will bestimmt keiner haben, aber wir machen das einfach mal so. Kaffee cold, kalter Kaffee. Oh, sollte noch Kaffee richtig schreiben, oder? So. So, das ist Kaffeegeschichte. Ja, ich weiß jetzt nicht, was jetzt hier Problem ist. Stell und speichere deinen eigenen Kaffee. Mit nicht standardgemäß. Latte. Ach, die wollten doch eine Latte haben, ne? Wollten doch eine Latte haben. Ja, gut, okay. So, dann hauen wir da ordentlich mal was rein. Viel aufgeschäumte Milch. Und ordentlich Espresso. Fehlen von Latte Art. Sollten wir es so machen oder? Ah, erstelle neu. Wir sollen selber malen. So lassen wir es. Das nennen wir einfach mal irgendwie Zaun oder so. So. Jawohl. Speichern. Passt. Latte 2 drauf. Jawohl. Latte Art is my favorite kind of art. Since we improved the coffee repertoire a bit, let's focus on the style of this place a bit. We're underground, so every plant brings some freshness to this place. However, you need to water them. Otherwise, they will wilt. I actually saw some dry plants here. Let's bring them back to life. So, Bewässerer. Jo, wir können auch bewässern, wenn ihr wollt. Gehen wir hin. Dankeschön. Zweimal bewässern jeweils. Wenn die Blume das so braucht. So. Bewässer 1 von 3. Nein, ich habe alle bewässert. Die sehen doch schon gut aus. So. Green plants look much better. Don't forget to water them from time to time. By the way, it's not the only thing you have to take care of. When the tables or chairs are being used often, their condition gets worse. Do you see this chair? It's time to fix it. Repariere die Möbel. Also einmal drauf und auf reparieren. Okay, from now on, remember to keep track of the condition of your stuff. Plants, chairs, tables, and of course, the coffee machine. Anyway, you've learned about a new aspect of the coffee business today. But of course, never forget about the basics, like hiring a barista and ordering supplies. Once you're ready, open your underground coffee shop. So, eröffne das Kaffee. Ja, aber ich habe noch gar keine Stühle und nichts da drin. Würde schon ein bisschen Möbel da bitte reinsetzen wollen. Ein paar Stühle bitte, damit wir wenigstens ein paar Gäste haben. Ah, der Stuhl ist zu groß. Soll er hier einigermaßen. Ah, der Tisch ist eigentlich überflüssig hier, ne? Können wir den mal kurz wieder. Stellen wir den hier so rüber. Hier mal so ein bisschen auf relaxed. Ja, komm. Ja, wir öffnen. As you may have noticed, for safety reasons, we celebrated the opening with confetti, not fireworks this time. Well, that's it. I think you're ready to complete the mission goals. Okay. So, welche Biere bestellen? Ich habe ja gar kein Geld mehr. Soll ich irgendwas bestellen, wenn ich überhaupt kein Geld habe?
Geld einfach ausgegeben. Ja, passiert schon mal. So, wir bestellen Kaffee. Ist aber egal, dass es ein bisschen dauert, bis der Kaffee kommt. Also, dass wir die Zutaten hier haben. Also, sonst geht es hier nicht weiter. So, Zutaten haben wir. Wir brauchen auch noch Leute. Das sind Kunden, Mitarbeiter. So, den heuern wir an. Ja, Zeitplan. Was, nur so wenig Stunden? Ah, ja, ja, der ist ja wieder toll hier. Anheuern. Ja, einmal. So, wir müssen jetzt irgendwie hier erstmal die Leute reinkriegen. Damit wir hier einigermaßen die Sachen abgedeckt bekommen. So hätten wir zumindest eine Abdeckung. So. Okay, kommt doch einer rein. Sehr schön. Da kommen Drohnen. Bringen uns unser Material. Jung, Material ist doch da. Was willst du denn? Ein bisschen Preis hat also aber noch nicht alles da. Ich komme die Drohnen jetzt einzeln. Achso, ich habe auch einzeln bestellt. Natürlich. Ja, komm, gib her. Damit der da drin schon mal Kaffee machen kann gleich. Hab dich. So. Also die können wir schon mal machen. Irgendwelche Zutaten fehlen aber noch. So, Bohnen und Co. kann man ja theoretisch erstmal lassen. So, der bekommt eine Latte 2. Okay. Ja. Okay. Die ersten Einnahmen. Und den haben wir auch. Wir jetzt alles, bis auf den Eiskaffee, können wir alles machen. Das geht. Wir könnten dann jetzt noch gucken, dass wir noch hier ein paar einfache Stühle dran setzen erstmal. Was zumindest an Platz haben. Ja. So würde ich es jetzt erstmal Münzen. Dann mal schauen, was passiert. Was sind unsere Missionsziele? 10 Kaffee-Latte-Art, habe 8 Pflanzen. Besitze Barista mit einer Fähigkeit Kaffee auf mindestens gut. Das können wir ja herstellen. Das ist ja gar nicht so. Kaffee auf gut. Den habe ich doch schon. Den habe ich doch schon. Den können wir mal trainieren hier. Und wir sollen 8 Pflanzen besitzen. Kosten jeweils 30. Okay. Müssen wir mal warten, dass wir die Kohle hier reinkriegen. Genau. Warum denn now? Was haben wir denn? Okay, dann kommt das Zeug für den Eiskaffee sehr wahrscheinlich, weil ich jetzt rausgekickt habe. Kann das sein? Ja. So, wir haben jetzt alles da an Material. Sollten nur die Gäste kommen. In der Hoffnung, dass sie was trinken. Ja, Business trinkt immer Latte, komm her. Latte zum Mitnehmen, bitte. Ja. Sieht gut aus.
So, was für Sie? Ah, Eiskaffee wollte sie. Ah, der dauert aber lange, der Eiskaffee, mein Freund. Der dauert aber relativ lange. So, ein Krausis Latte hätten wir gerne. Jawohl, ja. Geschäft läuft, würde ich sagen. Geht. Passt. Es hat nur warten, dass hier nur Kohle reinkommt. Kunden im Kaffee. Verkaufte Kaffees. Bewertung. Geht hoch. Multiplikatoren. Ja, jetzt geht es hier ein bisschen rund. Den Müll hier wieder wegmachen, ne? Dürfen wir nicht vergessen. Der Müll muss weg. So, ja, schön, wenn jetzt noch der ein oder andere Kunde käme hier. Besser wär's. So, dein Kaffee wurde ausgezeichnet. Oh, Dankeschön. Das ist gut und jetzt holen wir ein bisschen Geld noch rein. So, das sieht doch schon ganz nett aus. Die brauchen wir ja nicht mehr. Auch noch drei Pflanzen. Wir brauchen einen Barista, den wir ausbilden oder weiter ausbilden werden. Wen nehmen wir denn da? Kann nur keinen von den ausbilden hier, ne? Achso, weil das auch verdammt viel Geld kostet, sehe ich gerade. Okay. Das ist das Problem. Und schon wieder kein Geld auf dem Konto. Natürlich. Warum sollte es auch nicht anders sein? So, aber wie gesagt, Geld kommt rein. Alles gut. So, verbesserte Fähigkeiten. Sehr schön. Ist halt die Frage, wen ich gleich ausbilde. Ich glaube, ich bilde ihn aus. Kunst oder Kaffee? Was sollten wir verbessern? Kaffee auf Mindeststufe tun. Kaffee auf Mindeststufe gut. Ja, bei 240 können wir das bei denen machen. Das würde gehen. Auch für Kaffee reicht, was wir noch da haben. Ein bisschen Schnellvorlauf, weil das geht mir jetzt ein bisschen zu langsam hier. Wir wollen ja auch Kohle verdienen. So, wir bestellen Milch. Da kommt sogar Bestellvorschlag rein. Das ist auch gut. Wir kaufen jetzt die Deko. Eine Pflanze brauchen wir danach noch, ne? Ja, eine Pflanze und die Ausbildung der Leute müssen wir dann machen. Die Pflanze steht auch in der Reihe, ist auch gut.
Ah ne, da wollte ich gar nicht rein. Da wollte ich doch gar nicht rein. Hier raus da. Da müssen wir Kaffee bestellen. Ja, gehen wir hin. Wollte hier rein und die letzte Pflanze noch setzen. So. Haben wir gemacht. Material kommt, Geld kommt. Alles gut. Abfall und Reinigung. Ja, ich sehe es gerade. Ist da noch eins? Da hat noch einer gesessen. So, jetzt sollten wir eigentlich noch warten, bis wir bei 250 sind. So, jetzt können wir wieder Kaffee verkaufen. Es fehlt ja gerade ein bisschen was. Aber auch das passiert. Um die Mission zu schaffen, ist es jetzt relativ simpel, nur noch eine Ausbildung machen. Wenn wir genug Geld drin haben. Und dann sollte es passen eigentlich. Ach, hier hätte ich auch sich hinstellen dürfen. Und da, okay. So, ich hoffe, dass es relativ fix jetzt geht. Alles mal im Schnellverfahren hier. Also es ist im Moment noch ein bisschen mehr Tutorial als eigentliches Spiel. Ich denke mal, das kommt erst in den nächsten Folgen. ...240 brauchten wir, glaube ich. An Geld. Damit wir weiterkommen. Sauberstes Kaffee in der Stadt. Das hört sich gut an. Vielleicht gibt das ja den ein oder anderen People noch. Wir reparieren aber gerade mal hier die Kaffeemaschine. Ich glaube, das ist nicht so gut, wenn die nicht ordnungsgemäß läuft. Und so. Oh, hat wieder Geld gekostet. 28. Ja, ist gut. Ja, schön Schlange stehen. So muss es sein. Wir müssen Geld verdienen. Wir sollten auch fast schon am Ziel sein, wenn ich das richtig sehe. Da ist nämlich jetzt ordentlich Bewegung drin. So, ich trainiere mal auf gut dann. Und wir haben sogar noch ein bisschen Geld übrig. Stellen noch ein bisschen was hier. An Materialien. Ah, die machen ja Bestellvorschläge, das passt ja dann ganz gut. Also hier ist es Frequenz hier drin in der Bude. Jetzt ist hier Frequenz drin, Geld drin. Passt alles. Es fehlen aber ein paar Zutaten. Also Bestellvorschlag, wir sollten immer ein bisschen mehr draufsetzen. In den Bestellvorschlägen. Besser ist es. Und ich beschwere mich über den Geruch. Oh, total vergessen. Oi. Und keiner von euch sagt was, ne? Da hätte ich mich auch drüber beschwert, wenn hier so viel Müll rumliegt. Ich habe gar nicht aufgepasst, was da passiert. Ich kann auch keine Reinigungskraft anheuern. Okay, egal. So, was ist denn jetzt mit der Mission? Mit Fähigkeit Kaffee auf. Habe ich doch. Achso, nee, ist noch nicht ganz fertig. Dann sollten wir es doch damit gehabt haben, oder? Ja. Okay, und in diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, euer Krausi. Ciao, ciao.